Stirb! Okay. Noch mehr oder war's das jetzt? Natürlich. Ja, das war's. Very nice. It's a nice. Und hier finden wir eine Truhe. Und in dieser Truhe finden wir eine Paragon-Gesundheitsrune und ein Gewand des Seers. Dieses Gewand des Seers ist natürlich exzellent von unserem guten Freund Finn. Aber ich glaube, ich habe auch noch einen Stab, der besser ist. Ja, Ruf des Infernus. Definitiv Ruf des Infernus für dich. Und dann bekommst du von mir das schöne Gewand des Seers. Viel Spaß damit. Gut, jetzt sind wir wieder im Bar. Und weiter geht's. Es geht weiter, weiter, weiter. Immer weiter, weiter. Ach, das war's doch noch nicht. Müssten? Ich hoffe für Sie, dass Sie das einstellen. Er hat mir eine Blume gebracht. Wie aufmerksam. Sie ist wunderschön. Ein bisschen angesabbert, aber wunderschön. Vielleicht solltet ihr ihm sagen, er soll euch eine Morrigan bringen. Das würde uns eine Menge Ärger ersparen. Na dann. Gut, auf zur Statue. Hallo Statue. Ich bin der Geist Eleni Zinovias. Einstige Gemahlin und... Beraterin von Archon Valerius, bla bla bla. Untergang des Hauses, ja, das hatten wir doch schon alles. Finn, ich grüße euch. Besteht zwischen euch eine enge Verbindung? Seid ihr zusammen, ihr beiden, na? Wir haben uns schon früher über das Reich unterhalten. Es ist schwer, Antworten von ihr zu bekommen. Man muss erst all dieses gewichtige Kauderwelsch entschlüsseln. Wir wissen, wo ein zerstörter Illuvien ist. Können wir damit die anderen finden? Ihr müsst wahrsagen. Das zerbrochene Glas, scharf wie ein Dolch, wird euer Schlüssel sein. Zerbrochenes Glas von dem Spiegel? Ja. Die Lichter Arlathans werden den Weg des Wahrsagenden erleuchten. Die Archons besaßen sie. Doch sie wurden missbraucht, beschmutzt und gingen verloren, wie so vieles, was das Reich berührte. Einige wurden gerettet von Flüchtlingen aus der Elfenstadt. Ihre Trauer weckte den Stein und seine Kinder gaben ihnen Schutz. In den tiefen Hallen von Kathalash, das man heute Kadash nennt, fanden sie Zuflucht. Dort ruhen die Lichter Arlathans, abgeschirmt von den Augen Unwürdiger. Bam, bam, padam. Der Teig Kadash. Erinnert ihr euch? Die tiefen Hallen von Kadash. Wir müssen dorthin. Sie hat die Kinder des Steins erwähnt. Mir war nicht bewusst, dass die Dugindlin meinem Volk einst geholfen haben, als es fliehen musste. Die tiefen Hallen von Kadash. Das muss irgendetwas Zwergisches sein. Lebt wohl, Finn. Wir werden nicht mehr miteinander sprechen.
Oh, armer Finn. Was? Was soll das denn heißen? Dass er nicht mehr mit euch spricht. Ganz einfach. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt zum Teig Kidash. Oder wir müssen zum, zum Illuvien. Wie ihr wollt. Wo wir jetzt genau hingehen, das bleibt uns selbst überlassen. Aber ich werde erst den Teig Kidash abklappern, weil das länger dauert. Und wir dann nach Eme. Also Magier, erzählt uns, was los ist. Die Illuvien sind miteinander verbunden. Falls sie noch existieren, führt euch einer von ihnen zu den anderen. Aber der, den ihr kennt, ist zerstört und verderbt. Wir brauchen also etwas anderes, um die Magie zu verstärken. Die Lichter Arlathans. Ja. Was ich gerade sagen wollte, wir müssten sowieso, wenn wir zuerst den Illuvien finden würden, nochmal dorthin zurück. Also würde das keinen Sinn machen. Werdet ihr uns begleiten, Finn? Ich bin mir sicher, dass irgendwo in meinen Büchern eine Karte zum Kadaschteig ist. Ich werde sie unterwegs schon finden. Das freut mich doch. Okay. Gut. Let's go. Los, such! Kusch! Ihr müsst ihm schon etwas geben, wonach er suchen kann. Ihr könnt doch nicht einfach Such sagen und erwarten, dass er irgendwas für euch findet. Und warum nicht? Ich habe mal von einem wirklich klugen Mabari gehört, der einfach losgelaufen ist und immer irgendwas gefunden hat. Ein Kuchen zum Beispiel. Ich glaube, der hier ist kaputt. Dass sie über denselben Hund reden, macht es nur noch witziger. Ja, das finde ich wirklich gut. Die bauen hier einige kleine Gags ein aus dem Originalspiel. Das finde ich wirklich gut. Beispielsweise, dass der Hund von selbst was sucht. Oder sowas, was Finn eigentlich gar nicht wissen dürfte, aber das macht ja nichts. Gut, hier hätten wir jetzt die Möglichkeit, zur Elfenruine zu gehen oder zum Kadash-Teig umzugehen. Erst zum Teig Kadash. Weil der Teig Kadash cool ist. Wir werden hier auf der Karte übrigens nicht angegriffen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Also auf in den Teig Kadash, den wir ja noch kennen. Von Shale. Aus dem Hauptspiel, das geladen wird. Okay. Ich wäre sehr mit dir verbunden. Danke. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaube, ich mag die tiefen Wege nicht. Es gibt weniger dunkle Brut, als ich dachte. Aber ich fühle mich beobachtet. Moment, warum haben wir Halt gemacht? Ist dies der Kadaschteig? Ich schätze schon. Gut, also ich bin meine alten Notizen durchgegangen. Und weiter? Und ich bin dabei auf diese Fußnote gestoßen. Offenbar haben die Elfen bedeutende Relikte auf magische Art verborgen, um sie vor den Augen unwürdiger zu schützen. Und wenn man bedenkt, was die Magister aus Tevinter getan haben, schätze ich, dass sie zu diesen Unwürdigen zählen. Was ihr nicht sagt. Das kümmert mich nicht. Wie kommen wir an sie ran? Wenn die Elfen die Relikte durch Magie verborgen haben, kann nur das Blut ihres Volkes sie offenbaren. Arianne, wir brauchen euer Blut. Wie bitte? Nur ein paar Tropfen. Das ist alles. Ist das Blutmagie? Nun, das Blut verleiht dem Zauber nicht seine Macht. Es ist nur eine Komponente. Es ist definitiv eine Grauzone. Also sollte das lieber unter uns dreien bleiben. In Ordnung? Uns vier. Arianne, in euren Adern fließt das Blut der Elfen Arlathans. Also seid ihr die Einzige, auf die diese Verzauberung reagieren wird. Also gut. Aber nur, weil mich das ganze Gerede darüber schon kribbelig macht. Ein paar Tropfen. Es geht ganz schnell. Aua. Plötzlich tut mir mein Finger weh. Mein Zauber wird magische Wirbel enthüllen. Wenn wir darin stehen, müsste uns die Energie, die zu den Relikten gezogen wird, zu ihnen führen. Ich mag es nicht, wenn er müsste sagt. Sobald wir in den Einflussbereich der Lichter Arlathans kommen, wird Arians Blut sie uns offenbaren. Aber wir müssen dafür in ihrer Nähe sein. So viel zu den Kreischern.
Weiter geht's. Finn, beweg dich. Na los. Komm, lieber Finn. Brav. So, an diesen Ort dürftet ihr euch auch noch erinnern, wenn ihr das Hauptspiel gesehen habt. Ihr scheiß kleinen Drecksdinger. Die Inschrift hier drüben ist in einem alten Zwergendialekt verfasst. Falls ihr weitere derartige Inschriften findet, könnte ich sie vielleicht übersetzen. Charakteristischer Stein. Gut, fangen wir an. Dein Hund scheint besonders Interesse an diesen Sehenswürdigkeiten zu haben. Was zur Hölle? Nun, ich schätze, irgendwo muss er sich wohl erleichtern. Rangordnung bei den Mabaris jetzt aktiv. Wie geil ist das denn? Okay. Nun gut, weiter geht's. Da ist ein Licht. Ein magischer Wirbel. Mit ihm können wir die Energie sichtbar machen, die zu den Lichtern Alephens strömt. So, jetzt schön aufpassen, Kinder. Nun seht ihr etwas Logisches. Könnt ihr dem Weg folgen? Die Lichter zeigen uns den Weg. Okay. Dann hinter den Lichtern her, hier rüber zur dunklen Brut. Immer die Zwerge seien geistlos, ohne jegliche Magie. Aber dieser Ort ist überwältigend. Ich weiß. Okay. Dunkle Brut. Okay, weiter geht's. In den Wirbel. Wie Sie sehen, führt uns das gegen die Wand. Furchtbar interessant. Das heißt, bei der Wand muss etwas sein. Ich glaube, hier ist ein Licht Alessens. Oh, Wächter! Statue auch mal etwas wörtlich meint. Ja, das sind die Lichter Alessens und immer wenn wir diese Dinger finden, dann tauchen Elfenwächter auf. Also bereitet euch auf viele Kämpfe vor, wie immer. Wenn ich wieder zurück bin, sollte ich die Geschichte der Zwerge studieren. Viel Spaß. Oh, was ist das? Faszinierend. Irgendeine Art Monument vielleicht. Ist meine Kitzel. Entschuldigung. So, du Warlock-Typ. Warlock-Kampfmagier. Kein Problem, sein. Noch ein schönes Detail, weil ich finde es wirklich gut gelungen, dass hier Finn ständig abgelenkt wird. Und warum steht dieses Ding da noch? Das sollte umfallen. Ach, es ist umgefallen, okay. Dass Finn hier ständig abgelenkt wird. Er kämpft manchmal einfach nicht mit, weil er irgendwelche Monumente sieht und die sich anguckt. Das finde ich wirklich sehr, sehr geil und realistisch gemacht. Also Respekt dafür. So, die nächsten Lichter führen uns dahin, wohin auch sonst, weil da war noch ein Licht, das habe ich gesehen. Ich glaube, dieser Ort könnte der...